InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Talente gibt's viele, doch meist scheitert es an der Umsetzung, dem richtigen Song und den richtigen Kontakten im Showbusiness. Der Förderverein FM3 hat es sich zur Aufgabe gemacht, jungen Leuten eine Chance und vielleicht sogar die Chance ihres Lebens zu bieten. Am 18. August wurde im Kinski in Lambach die neue FM3-CD präsentiert. 4 Künstler und 7 Songs, ein Abend im Rampenlicht und ein Abend voller positiver Überraschungen. Wir haben gedacht, dass wir einen Förderverein für musikalische Talente brauchen, damit auch Leute, die nicht nur reiche Eltern haben, ein Vorwärtskommen haben und eine Möglichkeit haben, sich irgendwann ganz groß herausbringen zu lassen. Wir versuchen, das zu machen. Musik schon immer eine Leidenschaft gewesen? Eigentlich schon, ja. Selber tätig als Künstlerin, singen, texten? Liegt mir nicht so. Ich kümmere mich um die organisatorischen Dinge im Verein und schaue, dass alles klappt. Wir verwirklichen für die Talente ihre Träume sozusagen. Und eure auch mit dazu, oder? Auf jeden Fall. Josef und Astrid Lantos, also die fördern hier Talente, das ist eine Talenteschmiede. Und es gibt ja so viele Leute, die wirklich musikalisch was drauf haben. Und da ist es eine Chance und hier können sie gefördert werden. Und was wir heute gehört haben, also ich denke, das hat Zukunft. Also dieses Lied haben wir eigentlich diese Idee schon länger gehabt, ja? Und wir wollen einfach Menschen stärken in ihrer Persönlichkeit, weil wir denken, dass in dieser Zeit, wo Panikmache einfach sehr stark im Vordergrund ist, wir unser Licht einfach heller drehen und die Leute zu motivieren und zu stärken mit einem Lied und Freude ins Leben zu bringen. Ist, glaube ich, super gelungen, oder? Absolut. Wie gesagt, ich muss mich nochmal recht herzlich bedanken bei FM3, die uns das auch ermöglicht hat. Josef ist mir in den letzten Jahren total ans Herz gewachsen. Es ist so eine Synergie entstanden zwischen unserem Unternehmen und seinem Unternehmen. Wir werden in Zukunft sicherlich auch noch mehr so Geschichten und Lieder produzieren. Ein spannender Abend für das Publikum und natürlich auch für die Künstler. Was anderes, was ich eigentlich sonst mache. Ich meine, ich rede sehr viel und sehr gern, aber so eine Veranstaltung zu führen, das war jetzt eigentlich meine Premiere, sage ich jetzt mal. Ja, du hast ja einen guten Partner gehabt, den Sigi, oder? Naja, bitte, ein guter Partner braucht eine gute Partnerin natürlich auch und mit der Sonja habe ich, glaube ich, eine gute gefunden heute Abend. Schmalz, Schmalz. Bisschen, nein, aber es hat es perfekt gemacht, also wirklich. Ich glaube, wir zwei sind gut zusammengespielt, gell? Wir zwei sind perfekt eigentlich. Ja, eine gesunde Portion Selbstvertrauen im Showbiz schadet nie. Thank you.
Ich habe eine Erfahrung. Ich bin singen 16 Jahre schon und das war so cool für mich. Für mich war amazing. Amazing, amazing, amazing day, you know. Ich denke, dass die Musik oder das Lied sehr gut angekommen ist. Also der Response war sehr gut und ich hoffe, dass sie das auch irgendwie bemerkbar macht vom CD-Verkauf her. Wer Lust auf die CD bekommen hat, kann sich auf der Website www.fm3-music.com über Verkauf und Download informieren. Ebenso möchte der Förderverein Talente auffordern, sich bei FM3 zu melden. Eine Begabung sollte schließlich nicht untergehen, sondern Land gewinnen und die Bühne erobern. My world, yes.